Freunde, die Tauben sind wieder da. Auf geht's zum Frühstück. Los geht's. Folge der Tour auf Nebenstraße Richtung Osten. Tja, und was soll ich sagen? 10 Uhr, aber punktgenau. Da gucken Sie verschämt zur Seite, die Mohnblumen. Und warum? Weil sie uns die Sonne weggenommen haben. Der Wetterbericht sagt, es soll nicht mehr regnen. Hoffentlich stimmt das und hoffentlich, denn wir fahren heute unter anderem zum Kloster Neuzelle. Hoffentlich scheint da ein bisschen die Sonne, dass wir draußen im Biergarten sitzen können und den dunklen Abt probieren. Die ersten Meter sind immer ein bisschen schwierig. Gleich sind wir wieder eingefahren, dann geht's. The sky is gray, I guess that's what it takes. To feel a little lonely is a state. It's like a heart with nothing to conceal, nothing more. Lesson learned, a slight state of hope that you will return. It's what I got, and then the summer turned into fall. Wie ihr seht, geht das hier so schön geradeaus und vielleicht ist das auch eine ehemalige Bahntrasse. Eben kam immer so eine kleine Brücke rüber und hier links und rechts liegt so Schotterstein. Ja, vielleicht. Wer weiß das schon. Wuhu! Starlight Express! Starlight Express! Da geht sie ab, die wilde 13. Und schon wieder verlassen wir den offiziellen Oder-Neiße-Radweg. Der würde jetzt hier vorne weitergehen. Wir biegen jetzt hier ab. Dafür müssen wir gleich einen enormen Anstieg in Kauf nehmen. Es geht hoch nach Griesen. Da sind mehrere Aussichtsplattformen zum riesigen Tagebau Jenschwalde. Das müssen wir uns natürlich angucken. Und ihr kommt mit. Das gucken wir uns gleich mal genauer an. Die Eimerketten und Schaufelradbagger gewinnen jährlich über 10 Millionen Tonnen.
Und diese Braunkohle liefert der Tagebau Jenschwalde ausschließlich in das Kraftwerk Jenschwalde. Und jetzt können wir mal gucken. Vor allem im 19. Jahrhundert, als hier die Tuchmacherindustrie noch sehr groß war, brauchte man viel Energie in Form von Braunkohle zur Produktion. Und das wurde alles hier gefördert. Dadurch wurde eine riesige Kraterlandschaft hinterlassen. Viele Ortsumsiedlungen waren notwendig. Man versucht zwar, das Ganze wieder zu renaturieren und einige Maßnahmen sind auch schon durchgeführt worden, aber die Orte bringt es nicht wieder zurück. Hallo, wer bist du denn? Du bist ganz schön groß. Boah. Alter Schwede, hast du die Füße gesehen? Und immer wieder Radreisende. Hallo. Hallo. Markus sucht gerade seine Windjacke. Ja, es ist frisch heute. Aber deswegen habe ich die Kamera eigentlich nicht rausgeholt, sondern hier war eben ein ganz komisches Geräusch. Und entweder es war einer von den drei Hunden von eben oder ein Wolf. Hat man es gerade gehört? Das war doch ein Wolf, oder nicht? Naja. Oder? Ich glaube, es ist der Hund, der da wohnt. Das ist übrigens der Mike's the Neiße-Kanal. Wir sind nicht in Polen auf der anderen Seite der Neiße. Die Neiße ist weiter da drüben. So, mal gucken. Oh, jetzt wird es noch mal interessant, denn jetzt geht's nach Guben. Um 11.31 Uhr fährt Markus jetzt nach Guben. Und um 11.32 Uhr fährt Nadine hinterher. Polnisches Drafting. So kommen wir noch ein bisschen schneller vorwärts. Eine längere Strecke geradeaus geht, kann man sehr gut auf den Aufliegern fahren. Das entspannt so ein bisschen die Handgelenke. Jetzt fahren wir rechts an Groß-Gastrose vorbei. Ich würde es lieber Gastrose aussprechen. Das hört sich ein bisschen netter an. Gastrose erinnert mich immer so ein bisschen an irgendeine Markengeschichte. Und wie geht's dir heute? Oh, ganz beschissen, ich hab heftig Gastrose. Ich muss heute zum Gastrose-Entologen. Und da hinten sehen wir wieder die Reste einer Brücke. Dieser junge Mann ist unser ständiger Begleiter.
Hallo! So, Markus fährt wieder geradeaus. Ich fahre dann mal links. Wir fahren jetzt an der Egelneiße entlang. Das war früher ein Umflutkanal im Mittelalter, um die Mauern trocken zu halten. Danach, zur Gründerzeit, wurde es für die Industrie genutzt. Und jetzt ist es immer noch so ein bisschen Hochwasserschutz, also es leitet das Hochwasser ab. Hinter mir befindet sich die Klosterkirche von Gubin. Sie ist 1862 erbaut auf dem Gelände einer ehemaligen Kirche eines Klosters von 1429. Über die Neiße Brücke geht es jetzt von Guben nach Gubin. Hier befindet sich die zerstörte historische Altstadt von Guben. Wir sehen gleich das Rathaus und die Theaterinsel. Das hier ist die spätgotische Stadtkirche von Gubin. Sie brannte im Zweiten Weltkrieg 1945 komplett aus. Mittlerweile bemüht sich ein Förderverein darum, das Ganze wieder instand zu setzen. Aber wie man sieht, da ist eine Menge Arbeit. Genauso viel Arbeit war es bestimmt, nebenan das Gebäude, das Rathaus der Stadt wieder aufzubauen. Auch dieses wurde stark beschädigt und der Wiederaufbau dauerte über 10 Jahre. Wir befinden uns hier im Theaterpark von Gubin. Vom Theater existiert aber nur noch das Eingangsportal von 1874. Alles andere ist zerstört und wurde auch nicht mehr aufgebaut. Bis in die 90er war es übrigens noch verboten, diese Insel zu betreten. Wir haben also Glück, dass wir hier sein können und uns das alles angucken können. Fahren wir an der Egelneiße entlang zur Kugelbrücke. Und in diesem schönen roten Backsteinbau befindet sich die Ausstellung von Gunther von Hagens, Körperwelten. Das ist das Plastinarium. Wer medizinisch interessiert ist, sollte sich sowas wirklich mal angucken. Ich selber war damals in, wo war das denn, in Bochum zur Ausstellung und ich fand es schwer beeindruckend, wirklich. Über die ethischen Hintergründe kann man jetzt streiten, aber ich finde, je mehr man über den menschlichen Körper weiß, desto respektvoller geht man damit um. Meine Meinung. Jetzt links. Ja, ich glaube, hier ging es früher mal weiter. Heute sieht das eher nicht so gut aus, wa? Jetzt könnte man ja sagen, wo originelle Bank,
Da originelle Pause. Eine alte Draisine im Hafengelände von Guben. Im ehemaligen Hafengelände. Das muss hier mal richtig floriert haben. Das war ein Umschlaghafen. Hier wurde Sand abtransportiert nach Berlin. Tja, jetzt ist hier nicht mehr so viel. Aber was hier noch ist, das ist die alte Kaimauer und noch eine Draisinenbank. Markus. Wo Bank? Da Pause! Kellner, einmal ein Brötchen bitte. Ach, ist das schön. Darf sich das Personal zu mir setzen? Kurz hinter Bresinchen, hinter dem Campingplatz Eurocamp an der Neiße, gibt es eine schöne Kiesgrube, die jetzt ein Badesee ist mit einem schönen Sandstrand. Ein gutes Tor. Langsam verabschieden wir uns von dir. Nur noch 6 Kilometer. Dann sind wir an der Neiße-Mündung in die Oder. Und dann wird der Fluss richtig breit. Kilometer an der Neiße. Oh, und die machen uns jetzt den Abschied wirklich schwer. So eine schöne Strecke hier. Kurz vor Ratzdorf. Falls euch mal irgendwann Günther Jauch begegnet und euch fragt, wo die Neiße in die Oder mündet, jetzt wisst ihr es. In Ratzdorf. Das ist das Pegelhäuschen in Ratzdorf. 242 zeigt es an. Ja, man merkt die Regenfälle, wa? So, und wenn man nämlich jetzt hier hochgeht und ich gleich mal die Kamera drehe, sieht man jetzt, wie die Neiße in die Oder fließt. Guck, siehst du da vorne den Strom? Ach schön. Ja, willkommen an der Oder. Bisschen breiter als die Neiße, wa? Ist schon ein komisches Gefühl, dass jetzt die Neiße vorbei ist. Das heißt, die Hälfte des zweiten Radweges ist jetzt auch schon vorbei.
Ich habe auch gleich mal ein schönes Beweisfoto gemacht. Ja, jetzt geradeaus auf am Oderdamm. Ganz da hinten ist die Oder. Und hier vorne fahren wir auf den Deich. Und dazwischen, das ist alles die Ausgleichsfläche. Man kann sich das kaum vorstellen, aber beim Oderhochwasser ist das alles überflutet gewesen. Und Markus sagte gerade, die Oder ist sogar über die Deiche geflossen. Unvorstellbar. Verlassen wieder den Oder-Neiße-Radweg. Das ist ein kleiner Abstecher nach Neuzelle. Hinter uns sieht man jetzt wunderbar Kloster Neuzelle mit der Orangerie, mit der Klosterbrauerei. Und da vorne, das ist die Klosterkirche St. Maria Himmelfahrt. Aus dem 13. Jahrhundert. Damals war es ein Zisterzienserkloster. Heute leben mittlerweile österreichische Mönche vom Orden des Heiligen Kreuzes da drin. Das Wahrzeichen von Neuzelle ist direkt an der Klosterkirche dran. Das ist der 70 Meter hohe Glockenturm. Und da vorne sieht man die kleine Barockkirche zum Heiligen Kreuz. Aus dem 18. Jahrhundert. Und sollen wir uns das Ganze jetzt mal näher angucken? Vor allem die Klosterbrauerei? Dann komm mit! Hallo!
wir mal gucken, ob wir noch woanders an das Klosterbier kommen. Aber die klostereigene Brauerei bzw. der Biergarten hat zu. Das ist natürlich sehr ungünstig. Uns dürstet und hungert ein wenig. Neuzeller Klosterbier. Wie soll man denn jetzt weiterfahren? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Nee, total vollgefuttert. Zwar kommt sonst eine Parkbank in der Mitte irgendwo. Genau. Sechs Kilometer Umweg, die sich lohnen. Oh ja. Kloster Neuzelle. Wir fahren jetzt 5 Kilometer auf dem Oderdamm. Natürlich wieder bei Gegenwind. Und dann kommen wir in Eisenhüttenstadt an. Beziehungsweise in dem Ortsteil Fürstenberg. Zu meiner Linken das weltberühmte Stadion von Fürstenberg, wo auch gerade kräftig trainiert wird. Oh, das war wirklich schön. Hallo Eisenhüttenstadt. Hallo Oder-Spree-Kanal. Das ist die St. Nikolai-Kirche aus dem 14. Jahrhundert. Früher galt sie den Oder-Schiffen als Orientierungspunkt und heute wird sie aufgrund ihres mächtigen Kirchturms einfach Fürstenberger Bulle genannt. Sehr schick. Und da haben wir das Rathaus. Eisenhüttenstadt ist als Planstadt 1950 gebaut worden. Planstadt, eine sogenannte Stadt, die wirklich auf dem Plan entstanden ist. Und zwar für das ECO, das Eisenkombinat Ost, als Wohnstadt. Allerdings befinden wir uns hier in Fürstenberg und das ist noch der einzig alte Stadtteil, der so belassen worden ist, wie er vorher schon existierte. Jetzt muss ich euch den größten Stalker auf dem Oder-Neiße-Radweg zeigen. Irgendwie überholen wir uns immer gegenseitig und das schon seit? Heute? Nee, gestern auch schon. Ja. Ja, an der Kaselmannelalm, da wo es so lecker nach Kirschstreusel gerochen hat. Ach so, da okay. Bist du auch schon vorbeigefahren. Okay, ja. Da ist er. Von wo nach wo bist du denn unterwegs? Von Görlitz bis nach Leichtersmeer. Mal schauen. Okay. Wenn es klappt. Ja, auch nicht schlecht. Sieht trainiert aus, der Mann. Das kriegt er hin. Ja, vor allem muss er mit einem deutlich schwereren Fahrrad fahren. Ja. Und was wir zu unserer Schande gestehen müssen, er kommt den Berg deutlich besser hoch als wir. Da, wo wir schieben müssen, hat er uns im Wald überholt und das mit einer Leichtigkeit, das war schon frech, wirklich. So, wir fahren jetzt weiter. It's the same old sound in the same old town. Hinter mir ist das ehemalige Braunkohlekraftwerk Vogelsang zu sehen. Es wurde 1943 bis 1945 von jüdischen und sowjetischen Zwangsarbeitern aufgebaut und ist aber nie in Betrieb gegangen. Sieht sehr skurril aus, oder? Ein Lost Place. Und wir sind gleich auch im Lost Place und zwar in Aurit im Radlerhof. Noch 10 Kilometer. For days to come.
Kilometer. Und wir haben 6:30. Ich finde, das war ganz schön zügig für das, was wir heute alles gesehen haben. Gut durchgekommen. It's the same old sound, the common ground. Just leave me be, don't ask me why. Behind these walls, no one talks. And tears will freeze as I'm left to dry. Save it. Ah. Na Gott sei Dank. Heißt zu Deutsch auch Leitpfosten. Zwei Leitpfosten, die leiten uns beide Pfosten zum Tagebau. Na mal los hier. Wo bang? Da Pause! Oh Gott! Es wäre fast schief gegangen. Was ist los? Mit dem zweiten sieht man besser, oder was? Ne, Fliege ins Auge geflogen. Achso. Nein, ich heule nicht. Gib mal ein Stück links. Wohin? Ganz kleines Stück noch nach links. Wo ist links bei dir? Da. Da, wo links. Ja, das ist nicht mein links. Wir fahren jetzt 5 Kilometer auf dem Ober... Gott, nicht Ober. Theaterpark von Bubin. Es tut mir leid, ich verstehe es auch nicht.